Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus Sörmude. Ich versuche jetzt einfach mal das aufzunehmen und hoffe, es klappt irgendwie. Ich habe heute jetzt schon den ganzen Tag gefühlt, weil mir langweilig war und wir nichts im Homeschooling gemacht haben, einen random Pokémon-Generator genutzt, mir drei Pokémon rausgesucht, damit und die drei fusioniert. Und was da für Scheiße rauskommt, glaubt mir keiner. Ich hoffe, es leckt nicht zu sehr gerade die Facecam. Normalerweise ist das bei Reaktionen ja nochmal eine Ecke schlimmer als so, deswegen. Ich hoffe einfach, es geht irgendwie. Auch wenn das Vorschaubild ehrlich gesagt scheiße aussieht. Vor allem komplett verzögert. Sekunde. Alter. Ich sage euch mal, jetzt. Ja, Random Pokémon Generator, seht ihr. Drei Pokémon werden generiert. Die versuche ich dann zu fusionieren. Euch werde ich das Ganze wahrscheinlich so ein bisschen als Speedpaint-mäßig geben, wie ich die fusioniere. Ich denke, im Video mache ich vielleicht drei. Und mal gucken, vielleicht auch, wie es euch gefällt, wie es letztendlich funktioniert. Also, auf geht's! Und ich will nochmal anmerken, ich mal die nicht. Ich bin kein Künstler. Ich mache Bildbearbeitung. Und ich nehme nicht immer das professionellste Bild für die Bearbeitung. Anschließend, sobald eben das Werk fertig ist, werde ich es in ein paar Discord-Server schicken und euch einblenden, was die Reaktionen sind. Ich kann die meisten deutschen Namen nicht gerade, wenn mir nur die englischen angezeigt werden. Beachtet das bitte. Mein Gott. Oh mein Gott. Was bist du? Den Background wegschneiden mache ich offscreen. Das ist unsere erste Sekunde. Sekunde. Ich sehe da was. Das ist unsere erste Fusion des Tages. Applaudiert später. Die Reviews. Wieso sieht der so depressiv aus? Also, würde ich auch, wenn ich so aussehen würde, aber 9 von 10 verstörte Robben. Es sieht aus, als hätte der depressive fette Onkel deiner Mutter ein Landtouren. Und das Kind hat gerade rausgefunden, dass es adoptiert ist. So, Aufnahme gesichtet, alles gemacht. Es klappt so gut. Jawohl, das ist... Das ist ein Format. Und die ersten Reviews habe ich eingesammelt. Wir machen weiter. Nächste Pokémon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
dieses Format wird eines der tollsten auf meinem Kanal. Merkt man eigentlich, dass ich im Moment so übel experimentativ bin mit dem Kanal? Ich mach einfach lauter Sachen, die ich sau lustig finde. Haare, Digga. Die haben fast so einen Bock wie ich. Und ihr, wenn ihr sowas seht, ihr habt Bock, ob ihr es wisst oder nicht, aber ihr habt Bock. Ich mach's nicht besser. Behindert, holt mich hier raus. Ich denke mal, das werde ich jetzt gerade drin haben. Deswegen, falls es euch interessiert, ich brauche übrigens, hab für beide bisherigen Fusionen rund 7 Minuten gebraucht. Gar nicht mal so lang, wie ich dachte. Die davor haben länger gedauert. Und trotzdem würde ich nicht sagen, dass die hier schlechter sind. Ich meine, wollt ihr mir sagen, dass das nicht Kunst ist. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Es ist so cursed. Es ist so fucking cursed. Ah, die Reviews. Die Reviews. Ich wünsche ihm einen schnellen Tod. Ich bin einfach nur verstört. Es gibt Schlimmeres, aber die Beine sehen saudumm aus. So, nicht wundern, dass das hier nochmal neu ist. Ich musste, nachdem es beim letzten nicht geladen hat, am Anfang neu starten. Das letzte für diese Folge, nachdem hier auch schon tolle Reviews reingekommen sind. Die letzten 3 Pokémon. Was? Was? Wie soll ich denn das machen? Wie soll ich denn... Ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Gerade zum ersten Mal seit einer Ewigkeit einen richtigen Ohrwurm. Das Problem
es ist never gonna give you up. Das dauert länger als die letzten. Ganz, ganz bad. Es ist auf jeden Fall die schlechteste Fusion hier. Ja. Das hat jetzt ein paar Minuten länger gedauert als die letzten und es ist das Schlechteste. Es ist die Reviews. Emmy! Es sieht aus wie das Ding, das mich immer in meinen Träumen fistet. Was ich noch vergessen hatte, keine Ahnung, ob ich es euch in die Mitte schneide. Meine anderen Fusion. Dies ist eine Fusion aus. Ich kann die deutschen Namen nicht und sollte es deswegen nicht versuchen. So ein Blumenviech da. Also ich kann die englischen Blossom, Whirlipede und Quajutsu Greninja halt. Eines meiner persönlichen Favoriten. Ich muss das mal kurz kleiner stellen, so gut ich kann. Ihr seht, wie es ungefähr aussieht. Das ist dieses Eisschollending aus Gen 6, Avalok, die Ziege aus Gen 6 und Visor. Saganabis, Kapuno, Krebskorps. Das geht immer. Wingull, Hydropi und Porenta. Felinara, Kabutops und Eispferdeviech aus Gen 8 DLC. Chingling, Hornissen, Königin, Viech, Vespi Queen und Kanimani. Das habt ihr gesehen. Das auch. So, weiter geht's oder fertig ist es? Ich glaube, weiter geht's. Und damit war's das mit dem ersten Pokémon-Fusionsvideo auf meinem Kanal. Ich werde das öfter bringen, das hat Bock gemacht. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Natürlich kommen gleich noch die letzten Reviews. Oder ich schneide das hier dahinter, weiß ich nicht. Bis dann und ciao.